So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Orgi Morgi, Orginador, wie man es auch immer nennen möchte. Oh, die letzte Folge waren wir ja nun nicht so produktiv, haben aber immerhin einen Loot-Drop gehabt, der uns nie wirklich was gebracht hatte, weil Kisten gecraftet, dann wieder Kisten drinne, Schmutz. Aber was man hat, hat man. Ah, dann habe ich mitbekommen, gesehen, wie auch immer, dass wir im letzten Level, müsste es gewesen sein, sogar die Barrikaden freigeschaltet haben. Naja, vorletzten Level sogar. Die werden wir uns dann, wenn wir Level up sind, gleich holen. Dann werden erstmal ein paar Barrikaden gecraftet. Kommen wir dann im Level wieder hoch, das ist dann immer wieder positiv. Ja, das ist eigentlich Ziel dieser Folge. Dass wir Level up werden und die Barrikaden bauen können. Hoffe die Barrikaden. Sieht schon cool aus. Hoffe die Barrikaden brauchen wir ja nun auch wieder ein bisschen viel Stuff. Ist das ein Kombi? Lul. Ach nee, wieder so ein Kack-Kombi. Oh, komm mal mit. Wir gehen mal hoch. Muss gleich was zu fooden. Ach, da ist er. Na, komm mal mit jetzt hier. Du bist ganz alleine. Okay. Hat er jetzt beim Hinterherrennen wirklich geschissen? Lul. So, packen wir mal einen dicken Knüppel aus. Gehen wir hier zu unseren Homeboys. Na, wo ist er denn? Na, kommst du jetzt mit hier, oder nicht? So, Level 22er. Bam! Sau ist hinterher. Abgeschlachtet. Okay, also die machen wirklich dann nur Damage, wenn wir angegriffen werden, okay. Sollen wir mal ein bisschen im Verhalten noch gucken? Warte mal, aber folgen uns jetzt mal. Amy, du auch. So, komm mal mit dir hoch wieder. Sieht so cool aus. Ganz hübscher. Warum geht der automatisch immer darüber? Ah, ist klar, kack erstmal eine Runde. So, keine bewusstlosen Ziele erfassen. Gruppenbefehle ignorieren. Spieler angucken aus. Aktiviere Wandern, aktiviere Paarung. Dein Ziel angreifen. Wandern von Mittel. Passiv und fliehen neutral. Dein Ziel angreifen. Passiv aggressiv. Heißt, wenn die aggressiv sind, dass sie dann wirklich komplett auf alles gehen, was da ist? Oder greifen die sich dann gegenseitig an? Schaff's mal nicht, wenn wir das jetzt anmachen. Verhalten, aggressiv. Verhalten. Aggressiv. Wo ist jetzt Amy? Amy kommt wieder gar nicht klar. Ich weise dir den Weg. Ja, die ist doch langsam. Ja, werden wir mal sehen. Dann kommst du mit? Ja, perfekt. So, jetzt dürfte ja. Ich
passieren. Ja, sie bleibt einfach wieder an der Fackel hängen. Lul. Sie bleibt jetzt wirklich an der scheiß Fackel hängen. Warum? Komm. Bei Fuß jetzt hier. Ja, scheiße, hast du mir da echt vor der Fresse, das machst du recht. Lul. Befehl aktivieren, deaktivieren, verhalten. Aggressiv. Verhalten, aggressiv. Verhalten, aggressiv. Gut. Oh! Lul, sorry. Ich wollte keine von Nazi hauen. Sorry. Ach ja, und Nahrung. Wollte mal bei denen noch hochmachen, stimmt. So, Gewicht hat man gesagt, machen wir auf 50 hoch. Also, Billy ist jetzt fertig. Habt ihr eigentlich noch genug fressen? Oder? No? Was das jetzt eigentlich haben? Okay, du scheinst den gekillt zu haben. Gut, ihr habt noch. Hier haben wir noch die Steaks. Mal wieder ausmachen. Ausmachen. Ausmachen, so. Oh, Lul, jetzt hab ich schon ein paar vor der Klappe gehauen. War jetzt eigentlich nicht die Planung. Aber ich hoffe, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dass, wenn ich die jetzt auf aggressiv gestellt habe und jetzt ein Kombi beispielsweise uns wieder hinterher steppt oder was, oder? Mit so einem anderen Dilo. Dass sie den nur klein angreifen und nie, dass ich erst angegriffen werden muss. Mal gucken. Was machen wir mit dem Dilo? Kann man auch noch mitnehmen oder nicht? Dann wären wir zu viert, aber das heißt dann nur wieder mehr Nahrung, die wir bräuchten. Öffnen da hinten. So ein Arschkipp. Ach, scheiß drauf, ich steh mal vor der Klappe. Bleib mal ganz unruhig hier. Och, musst du mich jetzt anrotzen? Da ist er jetzt geflohen. Okay. Auch gut zu wissen. Also, was ich von dem Knibbel. Bin ich nie wirklich überzeugt. Von Pfeil und Bogen? Ja, schon. Ah, schau mal, wir werden wieder zurückswitchen auf den Speer, weil der Speer macht dann doch schon definitiv mehr Damage. Der macht dann wesentlich mehr Damage. Und wenn wir jetzt immer hier sind, können wir gleich trinken auffüllen. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück, bauen uns jetzt einen Speer und packen die Keule derweil weg. Dass wir den dann wirklich noch mitnehmen, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt was zähmen oder so. Und? So, aber das will ich. Du hast gekackt, indem ich mich hingehockt habe. Okay. Ja, das wäre fast gewesen. Schade. Ja. Boah, wir gehen jetzt, denke ich mal, doch erst hier rüber und holen uns noch die Dodos.
So, haben wir schon mal 7 Fleisch. Und wo ist der Dodo jetzt? Hier. Fleisch ist nie verkehrt. Also das müssen wir das wirklich so machen, dass wir mal sagen, okay, wir holen uns jetzt noch ein Zwedilos oder ein T-Rex oder Schlag mich tot, was auch immer. Dass wir da einen Knüppel oder die Steinschleuder mitnehmen und sowas. Weil sonst hat man ja gefühlt das Inventar nur voll mit Waffen. Ja, dann haben wir Unis in der Sache. 12 Pfeile haben wir noch. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Grundsachen rein. Holz, Fasern. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Holz, wir haben jetzt Lederstein, das. Fasern haben wir noch und Stroh. Das müssen wir ja das ja craften können, genau. Ja. Kann das ja gleich wieder alles rüber. Holz kann wieder rüber, Fasern kann rüber, Stroh, Feuerstein, Metall, Stein, Leder, geht nie, gut. Den Rest von Holz noch rüber. Den Knüppel können wir ja dann trotzdem irgendwie ein bisschen im Inventar behalten oder sowas. Was haben wir hier drüben jetzt noch? Wir haben jetzt hier drüben noch eine Axt, ein Pfeil, warum auch immer. Steinschleuder, Kleidung. Jetzt werden wir Lagerfeuer. Müssen wir mal schauen. So, wie weit ist das jetzt hier? Das hat schon 3. So, wir können jetzt nochmal ein bisschen Holz formen. Fürs Lagerfeuer. Eigentlich müsste man wirklich so hoch stacken im Lagerfeuer wie es geht mit Holz. Ich glaube, das sind ja 100. Dann hat man, denke ich mal, erstmal seine Ruhe. So, da sind wir auch schon wieder fast voll. Ja, okay, geht doch plus 100. Okay. Oh, ich denke mal, das reicht dann auch. Bis zum Un. Bis zum Um. Zug. Aber ich weiß halt jetzt auch nicht so genau, was wir jetzt craften könnten. Durch das Gewicht. Das ist ein bisschen das Blöde, weil wir haben ja nie einen großen da, den wir nutzen könnten. Und ist noch ein Dilo. Können wir es mit dem ein bisschen hauen. Und dann nur die Erfahrungspunkte. Machen wir mal hier auf ganz sneaky peaky. Durchs Gebüsch. Okay, aber warum die abhauen? Das verstehe ich nicht. Die hauen dann meistens erst ab und kommen dann aber wieder zurück. Gut, der rennt gleich ganz weg. Kann er machen. Aber Erfahrungspunkte gab es halt trotzdem, ne? So, was können wir denn jetzt bauen? Also wir können jetzt das Fundament in der Holzwand bauen. Brauchen wir Fasern, Stroh und Holz an sich selber. Also brauche ich mal viel Fasern und viel Stroh. So, dann gehen wir noch ein bisschen Stroh formen. Weil ich will dann doch schon ein größeres Haus bauen. Wie groß jetzt genau, das ist nicht, aber das Gute ist ja, man kann ja die Wände dann trotzdem wieder abreißen. Dann kriegt er die Materialien wieder. Ich meine, wir haben jetzt, 2x3 müsste das sein, dass wir irgendwie 3x6 machen oder was, oder 4x6. Also dann doch schon ein großes Haus, auf alle Fälle. Und 2 hoch.
pro Etage. Weil ich will so zwei Etagen ausmachen. Zumindest jetzt die Planung. Aber müssen wir dann mal schauen, wie wir das am dümmsten machen. Das wird auf alle Fälle nicht gleich perfekt, aber wir kriegen das bestimmt schon alles. Denn oh, was? Du Sau. Ist das die feige Ratte? Sei froh, dass ich meine Homies nicht mit hab. So ein Affe. Sneaky Peaky von hinten, Alter. Da war er komplett auf Undercover unterwegs. Gut, haben wir wieder Fleisch. Auch gut. Hab ich jetzt. Ja. Ich hab's wieder voll verstanden. Naja, egal. Oh, jetzt bist du gleich gar nicht mehr, wo ich war. Lul. So, auf alle Fälle. So ein paar Ressourcen farmen. Ist jetzt der neue für Action oder was? Klar eingeschissen. Ach. Na, guck an. Mal ganz neu drauf, Actions. Aua, lol. Da ist jetzt ganz unpassend, dass wir überladen sind. Reißt du uns wirklich Fleischfetzen raus? Komm, greif an. Ich hab ihn doch getroffen. Das Doofe ist jetzt. Unsere Dinos treffen ja nicht. Was? Wen hab ich jetzt erwischt? Jawoll! Was Neues kennengelernt? Das reicht immer noch nicht. Scheiße. Ja, wir müssen dann gleich erstmal unsere Dinos aufsuchen. Auf alle Fälle müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nie gerechnet, bin ich komplett ehrlich. So. Du folgst mir. Also zwei von drei Dinos haben wir jetzt wieder. Aber wo ist der dritte hin? Ich wusste gar nicht, wen ich jetzt erwischt habe. Auf alle Fälle kriegen die das Fleisch jetzt. So, du bleibst jetzt hier stehen. Was fehlt denn jetzt? Der Amy fehlt.
Oder war die jetzt tot? Na, keine. War die jetzt tot? Oder nee, weil das Lagerfeuer ist ja nämlich auch weg. Aber ich finde sie jetzt halt auch nie. Wir sind schon wieder zu voll. Das ist schon wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, für was wir die Kohle gebrauchen könnten. Und jetzt extra ein neues Lagerfeuer bauen, hab ich eigentlich jetzt keinen Bedarf dran. Alle Fälle muss das jetzt erstmal raus, anders geht's nicht. Dann müssen wir uns jetzt ein neues Lagerfeuer hinpacken oder müssen wir erstmal Emi suchen gehen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie gestorben ist. Das muss ich dann in der Aufnahme nochmal gucken. Das war ja sehr bescheiden. Wenn der Amy jetzt auch drauf gegangen ist. Auf alle Fälle. Ne, nimm's doch. So, das rüber, das rüber. Nee, oder warte mal. Stapel teilen, halbieren. Halbieren. So, du kriegst 5. Du hast gar nicht mehr zu fooden. Ah, du hast leider einstecken, das gefällt mir jetzt eigentlich auch nie. Ashley hat also gar nicht mehr zu fooden, aber wir haben da letzte Folge geguckt, dass alle was haben. Aber wo ist denn jetzt Amy? Ist Amy jetzt wirklich draufgegangen? Nee, Amy steht hier unten am Wasser. Wieso steht denn die hier unten am Wasser? Lol. Ja, mein läuft bei dir. Ich hätte echt gedacht, die wäre draufgegangen. Okay, auch gut zu wissen. Komm jetzt hier hoch. Ne, kannst du noch ein Stück hier rankommen? Perfekt. So, Befehl deaktivieren. So. Du hast auch noch mehr als genug zu fressen. So, du kriegst jetzt noch einmal Gewicht und dann ist gut bei dir. Du kriegst auch noch einmal Gewicht. Ja, schön, dass du dich freust. Ah, du bist sogar Level up. Cool. Okay. Fertig. Billy ist auch fertig. So, 22 Fleisch. Du hast 10 Fleisch. Du hast 21 Fleisch. Ich lehre am wenigsten Fleisch. Gut, egal. Der Ashley kriegt jetzt noch... Sechsmal das. Was ist? Okay, also. Ja, bin ich jetzt. Bisschen sprachlos. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Dass ein dummer Vogel kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. Dann würde ich mich erstmal bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mich wissen, wenn ihr Tipps, Tricks, Ideen habt, wie auch immer. Gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis dahin und ciao, ciao.